Hallo liebe Zuschauer von OrtsTV. Seit ungefähr anderthalb Wochen gibt es in Barleben, ja nennen wir es mal, Unruhe. Der Bürgermeister und die Gemeindeverwaltung hat sich mit dem Ansinnen an die Öffentlichkeit gewandt, die Grundschule in Barleben aus ihrem Gebäude herauszulösen und in die Ganztagsschule zu integrieren. Auf den ersten Blick klingt das machbar und logisch. In den beiden Schulen hat sich aber vehementer Widerstand geregt. Wir sind im Moment Gäste in der Ganztagsschule, liebe Frau Kuckuck. Sie sind mit dieser Idee überhaupt nicht einverstanden. Das ist korrekt. Ich muss vorneweg sagen, das ist kein Ansinnen des Bürgermeisters und der Verwaltung, sondern diese Gedankenkette wurde in einer Beschlussvorlage den Gemeinderäten vorgelegt. Naja, das ist halt dann das Ansinnen. Ja. Wann haben Sie denn das erste Mal von den Überlegungen zu diesem Plan Kenntnis erhalten? Das erste Mal habe ich 14 Tage vor der Sitzung des Gemeinderates darüber Kenntnis erhalten und wurde gleichzeitig durch den Bürgermeister als Schulträger zur Verschwiegenheit verpflichtet gegenüber Personal, Eltern, Schülerschaft und sollte mit mir allein dieses Konzept überdenken, durcharbeiten und in einer Frist von Freitagmittag oder Donnerstagmittag bis die andere Woche eine Stellungnahme dazu geben. Ist Ihnen das gelungen? Ich habe das von vornherein abgelehnt, weil ich nicht allein an so einem Konzept arbeiten kann, denn ein Haus lebt mit Beteiligten. Dazu gehören Kinder, Lehrer, Eltern. Und bei dieser Brisanz muss ich alle gewählten Vertreter, alle Beteiligten am Schulleben informieren dürfen. Denn das sind ja Überlegungen, die weit über den finanziellen Raum hinausgehen, die für die Gemeinde vordergründig sind. In der gegenwärtigen Haushaltslage ist es ja möglicherweise sogar nachzuvollziehen, warum solche Gedankenspiele gemacht werden. Jetzt ist die Veranstaltung, die Ausschusssitzung, also Hauptausschuss, Finanzausschuss, Sozialausschuss und Bauausschuss, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, gewesen. Dort hat der Bürgermeister betont, dass das jetzt also das erste Mal ist, dass er also Gremien von diesen Plänen in Kenntnis setzt. Trotzdem waren Sie an dem Tag schon sehr aktiv. Im Umkehrschluss bedeutet das, Sie haben nicht ganz dicht gehalten. Wir haben schon dicht gehalten. Nachdem man uns 2 Tage vor der eigentlichen Sitzung, Hauptausschuss und wie Sie sie eben korrekterweise dargestellt haben, erfahren haben durch Eltern, dass bereits die anderen Kindertagesstätten und deren gewählten Eltern vollumfänglich Kenntnis über die zu unserem Kenntnisstand verbindlichen Informationen gelaufen waren. Das hat uns natürlich zusätzlich erbost, weil, ich habe es vorhin gesagt, wir unter Verschwiegenheitspflicht gestanden haben. Du hast halt die Öffentlichkeit auf einem anderen Weg erfahren. Am Ende war jedenfalls eine, ja, wie hieß es, größte Demonstration nach der Wiedervereinigung in Barleben. Es gab also eine ganze Menge Widerstand und in der vergangenen Woche gab es noch einmal eine Demonstration. Ja. Ein kurzer Marsch von der Sparkasse, hier sehen Sie Archivbilder, bis zur Mittellandhalle. Da waren noch mehr Leute gekommen, hatte ich den Eindruck. Ja, der Eindruck hat sich mir auch so dargestellt. Ich war positiv überrascht, denn wir wissen aus der Vergangenheit, das Thema Schule, das Thema insgesamt Kinder in einer Ortschaft, die von sich immer betont hat, wir sind ein Bildungsstandort, macht mit einmal ein bisschen Tumult. Und ich zitiere einige Vertreter, warum regen sich die Leute in diesen Gebäuden, Grundschule, Ganztagsschule auf, wenn sie doch unterbesetzt sind
mangels der eigentlichen Problematik, die dahinter steht. Zweite Sache, es ist falsch, dass der Bürgermeister nicht davon Kenntnis hat, welche inhaltliche Profile sowohl die Grundschule als auch die Ganztagsschule hat. Und damit verbunden natürlich auch die Auslastung des Gebäudes. Eine ganz andere Hausnummer ist, als die, wie ich sehr oft im Vorfeld, aber auch nach den Demonstrationen zu hören bekommen habe, wir sind früher auch Klasse 1 bis 10 in einem Haus gewesen und wir sollen uns mal nicht so anstellen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das muss ich gestehen, ist auch mein erster Gedanke gewesen, weil ich bin auch in eine ganz normale, polytechnisch allgemeinbildende Oberschule gegangen und da wissen alle, in was für einem Schulsystem ich meine Ausbildung erfahren habe. Und dort haben wir auch 1. bis 10. Klasse in einem Gebäude gelernt. Oder wenigstens so getan. Warum geht das heute nicht mehr? Oder warum, glauben Sie, ist eine vergleichbare Lösung zum Nachteil der Kinder? Ich weiß es, dass es ein Nachteil ist, weil es gesetzliche Grundlagen gibt. Das Kultusministerium hat auch sich bemüht, gemeinsam mit den Schulaufsichtsämtern, in diesem Falle für uns zuständig Schulaufsichtsamt Magdeburg, verstärkt auch den politischen Willen unseres Landes rüberzubringen, zu vermitteln, ist auch dann demnächst wieder Bestandteil von Wahlkämpfen, Bildungslandschaft, Gemeinschaftsschule. Die Gemeinschaftsschule ist ja die Schule, die allen Kindern die Möglichkeit offeriert, nach ihren Möglichkeiten bis zur Abiturstufe zu kommen. Das heißt, setzt aber voraus, dass inhaltlich Strukturen gelegt werden. Um dann noch mal dazwischen zu fragen, das würde bedeuten, dass in einer Gemeinschaftsschule die Durchlässigkeit von einer Sekundar- bis Realschulausbildung dann zum Gymnasium wesentlich leichter gegeben wäre, als heutzutage nach einem erfolgreichen Realschulabschluss noch ans Gymnasium zu gehen. Die Durchlässigkeit war jetzt auch schon gegeben. Der Schwerpunkt liegt einfach darin, dass die jetzige Schulform Ganztagsschule eine inhaltliche Profilierung dahingehend hat, dass wir unsere Kinder bereits auf mögliche Übergänge zum Gymnasium, Fachgymnasium vorbereiten müssen, ohne dass wir den Eltern garantieren können, dass ihr Kind dorthin kommt. Das ist nach wie vor Wille und Entscheidung der Elternschaft. Aber ideal ist natürlich, wenn ein Kind möglichst wenig Einrichtung wechseln muss. Das hängt damit zusammen, man kennt die Lehrer, man kennt seine Mitschüler und man weiß, wo man am Ende seiner Wissensaneignung aufhören könnte. Ideal Abiturstufe. Jetzt, das wäre ja bei einer 1. bis 10. Klasse in einer Schule dann aber wirklich auch gegeben, dann würde man von Anfang an die Lehrer kennen und müsste nach der Grundschule nicht mehr den Schulort wechseln. Dann hätte ich aber die klassische allgemeinbildende Schule und das funktioniert mit den heutigen Maßgaben inhaltlicher Ausgestaltung sowohl einer Grundschule als auch einer Ganztagsschule nichts mehr zu tun. Das wäre nicht mehr möglich. Die Profilierung, und das unterscheidet die allgemeinbildende Schule, die Schaffung von Inhalten, das differenziert uns von einer normalen, gewöhnlichen Sekundarschule. Ich muss ganz ehrlich gestehen, diese Strukturen im Bildungssystem, die ja auch in allen Bundesländern wieder unterschiedlich geregelt ist, das ist ja das leidige System, föderales Bildungssystem in unserem Land, ich durchblicke das eigentlich nicht mehr. Trotzdem erscheint es mir durchaus logisch, die beiden Schulen zusammenzulegen, dadurch ein erhebliches Maß an Kosten einzusparen. Müssten jetzt nicht Lehrer und Erzieher ihrerseits die Programme so strukturieren, dass der pädagogische Anspruch erfüllt und die Bildungsziele in der geplanten Art und Weise erreicht werden? Das ist ein Trugschluss. Muss ich hier so sagen, das funktioniert gar nicht mehr.
weil sie können nicht von der äußeren Größe eines Hauses auf Inhalte schließen. Das geht nicht. Ja, wenn ich mir eine Bonbonschachtel kaufe, gehe ich davon aus, die ist voll. Aber ob die nun einzeln Papier verpackt sind oder nicht, sei jetzt erstmal dahingestellt. Der Preis ist derselbe. Geht nicht so, wie sehr viele Bürger meinen, das müsste funktionieren. Das fängt an, nicht nur von der inhaltlichen Gestaltung jeder einzelnen Schulform, das sind getrennte Schulformen, sondern auch bei den organisatorischen, technischen Seiten. Zum Beispiel müssen Differenzierungen im Unterricht sowohl in der Grundschule als auch bei uns stattfinden. Wir haben die verpflichtende Aufgabe der Inklusion. Das bedeutet, wir müssen auch Kinder mit Beeinträchtigungen aufnehmen. Diese haben einen Rechtsanspruch auf individuelle Förderung in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch. Da ist vorgeschrieben, das geht bei einer maximalen Stärke von 8 Schülern. Sonst kann ich die individuelle Förderung nicht garantieren. Dazu brauchen wir kleinere Räume. Hinzu kommt, dass wir innerhalb eines Klassenverbandes auch differenzieren in den Kernbereichen für Schüler, die etwas mehr Übungsbedarf in den Kernfächern benötigen als andere. Denn wir haben die Aufgabe, als Ganztagsschule den Kindern die Chance zu offerieren, mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten den Hauptschulabschluss, den qualifizierten Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss und letztendlich den erweiterten Realschulabschluss zu ermöglichen. Und das kann ich nur, indem ich differenziere. Ganztagsschule muss darüber hinaus zusätzliche Angebote im Freizeitbereich vorhalten. Denn wir öffnen das Haus von 7:30 Uhr bis 16 Uhr. Das bedeutet, dass wir über den Tag, über die Woche verteilt, den Kindern eine große Bandbreite von zusätzlichen Lernangeboten liefern müssen, genauso wie wir zusätzliche Angebote für die Entwicklung von schöpferischen, künstlerischen, musischen, geistigen Ansprüchen anzubieten. Dann kommt dazu, dass wir die Kinder, auch das ist eine neue Forderung, in ihrer Kompetenzfähigkeit weiterentwickeln müssen. Das heißt, Kompetenzfähigkeit in Bezug auf selbstständiges Lernen, Kompetenz auf der Strecke sozial-emotional. Auch das geht nur, indem wir ein geöffnetes Gebäude haben. Geöffnet dahingehend, und das ist festgeschrieben im Tagesprogramm, dass die Kinder ihre Hausaufgaben hier in der Schule unter Betreuung anfertigen können. Oder die Kinder sich selbstständig in Gruppen zusammensetzen können. Die Kinder selbstständig ein Gespräch mit dem Fachlehrer zu Inhalten von Projekten führen dürfen. Ähnliches läuft bei der Grundschule. Sie haben nur ein anderes Tagesprogramm, Auf einem eine anderen andere Niveau und der Altersstufe Rhythmisierung. angepasst. Und das kann ich mit Schülern von 10 bis teilweise schon fast 19 nicht mischen mit Kindern von 5, 6 Jahren bis fast 10. Gibt es ganz große Reibungspunkte. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Wie würde jetzt Ihrerseits der Lösungsvorschlag aussehen, wenn die Gemeinde für sich feststellen muss, so wie es ist, von wollen wir jetzt gar nicht reden, können wir den Schulstandort nicht mehr finanzieren? Ja. Es kann von mir als Leiter dieser Einrichtung keine Alternative geben. Aus dem einfachen Grunde, wir haben über Jahre dieses Profil uns erarbeitet. Wir machen über Jahre damit Werbung und haben auch Zulauf. Würden wir den Vorstellungen, wie sie mir und auch uns, dem Kollegium, nahegebracht
wurden, nachgehen, müssten wir den kompletten Fachunterricht außer Kraft setzen, denn es gibt auch hier gesetzliche Bestimmungen, ein Fachunterrichtsraum, der umfunktioniert wird zu einem Klassenraum, kann nicht mehr Fachunterricht wie Bio, Physik, Chemie zum Beispiel vorhalten. Das bedeutet, die Ganztagsschule kann ihr Profil nicht mehr als Ganztagsschule verteidigen. Das müssen wir jedes Jahr vor dem Kultusministerium. Das heißt, die Genehmigung dafür würde wegfallen. Erste Konsequenz. Zweite Konsequenz. Die Eltern sagen mir klipp und klar, das ist nicht mehr die Schule, die sie uns präsentiert haben. Wir nehmen eine andere Richtung an. Das bedeutet, dass der Bildungsgang Einwahlrhythmus hier erheblich gestört wird und die Konsequenzen brauche ich niemandem vorsagen. Am Anfang des Gesprächs haben wir darüber gesprochen, dass Sie ziemlich alleine in der Anfangsphase mit dem Problem konfrontiert worden sind. Jetzt sind Sie ja nicht alleine, es gibt hier eine Personalvertretung im Haus. Ja. Und was die zu diesem Thema sagt, schauen Sie bitte selber. Mein Name ist Nils Töpfer, ich bin Lehrer an der Ganztagsschule in Barleben und als Vertreter des Personalrats hier und möchte zum Konzept unserer Schule unseren deutlichen Standpunkt mitteilen. Und zwar ist dieser, dass eben wir durch Inklusionsgrundlagen, auf deren unsere Arbeit basiert, genauso wie durch das selbstorientierende Lernen, eben ausreichend Faktoren aufbringen können, die eben unser Konzept ausmachen. Wir benötigen eben für unsere Arbeit den Raum, was innere Differenzierung und äußere Differenzierung betrifft, um allen Kindern bestmögliche Bildungschancen zu ermöglichen. Dieser Raum ist eben nicht nur das, was wir als den normalen Klassenraum kennen, sondern eben auch als Raum zur Entfaltung für ein Kind. Und dieses Konzept, was wir uns über Jahre mit der Wirtschaftsorientierung an unserer Schule aufgebaut haben, spricht für sich und sichert unserer Ansicht nach einzig und allein den Bildungsstandort Barleben und diese Schule als Sekundarschule eben in Form einer Ganztagsschule. Soweit also die Personalratsvertretung der Ganztagsschule hier in Barleben. Frau Kuckuck, was sagen denn die Eltern zu dem Problem? Es gibt ja ein, wie heißt das, Elternbeirat? Elternrat. Wie haben die denn darauf reagiert? Auch die Eltern waren entsetzt. A, dass sie so kurzfristig erst informiert wurden. B, dass sie nicht mit ins Boot geholt wurden. Und C, dass sie sich mit diesen Vorstellungen überhaupt nicht einverstanden erklären. Weil sie einfach die Bedenken sehen, die wir auch als Lehrpersonal, als Personalrat insgesamt sehen werden, dass eine zusätzliche Belastung der Kinder hier im Vorfeld schon garantiert ist, wenn beide Schulformen in einem Gebäude unterkommen. Sie werden weiter gegen die Pläne Widerstand leisten? Ja. Nächste Demonstration ist schon für Donnerstag wieder geplant? Schauen wir mal. Ich hatte ein entsprechendes Flugblatt im Briefkasten, deswegen weiß ich es. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Standpunkt hier aus der Ganztagsschule in Barleben. Wir werden die Diskussion fortsetzen. In der nächsten Woche wird Gelegenheit sein, zu dem gleichen Thema mit der Direktorin der Grundschule, Frau Veit, zu sprechen. Seien Sie also neugierig und Orts TV weiter gewogen. Vielen Dank.